Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 30x30 Minuten. Heute mit Yoga Stretch. Schön, dass du dabei bist. Komm gleich zu mir nach unten auf die Matte. Du kannst dir, wenn du möchtest, ein Kissen dazu nehmen, entweder zum Draufsitzen oder unter deine Knie, wenn wir nachher noch im Kniestand sein werden. Mach natürlich immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Du kannst auch die Übungen etwas abwandeln oder auch die ein oder andere Übung auslassen. Ich würde sagen, wir starten, oder? Mit einer ganz entspannten Übung. Setz dich entweder so hin, vielleicht aufs Kissen oder in den Schneidersitz, was für dich am angenehmsten ist. Und spür dich einen Moment, nimm dich wahr. Wenn du willst, schließ für einen Moment die Augen und spür deine Atmung und versuch durch die Nase ein, durch den Mund auszuatmen und vielleicht sogar immer etwas länger aus als ein. Spür deinen Nacken, wie der mit jedem Ausatmen etwas mehr entspannen kann. Und lass deine Gedanken kommen und lass sie aber auch wieder gehen. Nutz die Zeit jetzt wirklich nur für dich. Und mit dem nächsten Ausatmen öffnest du dann langsam wieder deine Augen. Und lass deinen Rücken etwas rund werden. Kippe einfach mit dem oberen Rand deines Beckens ab. Atme ein und richte dich wieder auf. Ausatmen, abkippen. Immer in deinem Tempo. Einatmen, aufrichten. Aus. Den unteren Rücken bewegen. Der freut sich, wenn er so ein bisschen durchbewegt wird. Gleich noch einmal. Und dann versuchst du mit deinem Becken Kreise zu beschreiben, also mit dem ganzen Oberkörper eigentlich. Seitlich, nach unten. Einfach ein Kreis. Das Ganze dann auch in die andere Richtung. Immer in deinem Tempo. Genieße es wirklich zu spüren. Wie geht es dir mit den einzelnen Positionen, Übungen? Wichtig ist auch, den Atem immer fließen lassen. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück und richtest dich auf. Lass die Schultern locker kreisen. Am besten nach hinten, nach vorne machen wir es ja im Alltag immer öfters. Lass deine Schultern jetzt nach unten fallen. Nimm die linke Hand oder eine Hand zur Seite, den anderen Arm über die Seite ziehen. Einatmen, ausatmen, zur Mitte ein und aus, zur anderen Seite. Nochmal, lass beide Gesäßhälften auf dem Boden. Gerne auch den Blick mit nach unten zur Hand nehmen. Spür die Dehnung in der Seite. Wir bereiten uns jetzt ein bisschen vor mit mobilisierenden Übungen. Immer wieder zwischendurch auch mit der Mobilisation und komm dann wieder zur Mitte zurück und jetzt drehst du dich auf eine Seite, einmal zur einen und einmal zur anderen Seite, immer wieder aufrichten, groß werden.
letzten Male noch. Und dann kommst du, wenn du jede Seite gleichmäßig hast, wieder zurück zur Mitte und stellst deine beiden Knie auf. Sehr gut, kommst eins weiter auf die Knie, vielleicht jetzt dein Kissen auch hier unter deine Knie legen. Wir gehen in den Vierfüßlerstand, Hände unter deine Schultern platzieren und deinen Rücken zuerst jetzt so richtig schön rund, ausatmend, einatmend, Bauchnabel nach unten, Blick nach vorne, ausatmen, rund, dein Tempo, einatmen, nach unten. Vielleicht noch ein Stück weiter, deinen Rücken Richtung Decke ziehen. Und dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte zurück, pendelst dich ein. Bleibst immer noch rausgezogen aus den Schultern, nimmst eine Hand zur Schulter und drehst dich jetzt so weit wie möglich nach oben auf. Und wenn du ausatmest, nimmst du den Ellbogen in Richtung untere Hand. Mobilisiere deine Brustwirbelsäule. Noch einmal, wenn du jetzt oben bist mit dem Ellbogen, bleibst du da, nimmst den gegenüberliegenden Fuß, schiebst ihn nach hinten raus und öffnest den Arm sogar Richtung Decke. Und jetzt Ferse schiebt und hier ziehst du dich noch ein Stück weiter nach oben, halte, atme. Spirallinie aufdehnen. Ganz langsam wieder zurückkommen, Hand abstützen und fliegenden Wechsel. Hand, die andere Hand zur Schulter und du drehst dich ganz weit auf und kommst mit dem Ellbogen in Richtung Hand. Mobilisiere, spür den Unterschied zwischen rechts und links. Und dann bleibst du oben, gegenüberliegendes Bein nach hinten strecken, den Arm lang Richtung Decke, drück dich mit dem unteren Arm in den Boden und zieh die Spirallinie hier so richtig auf. Noch ein Stück weiter. Komm dann ganz langsam wieder zurück zur Mitte. Mach deinen Rücken noch einmal ganz rund, Kopf rein. Nimm dann ein Bein nach vorne und versuch zuerst mal dein hinteres Knie möglichst lang werden zu lassen und hier die Ferse unterhalb vom Knie. Richte dich auf, stütz dich gerne auf den Oberschenkel und heb dein Brustbein, spür die Dehnung, Bauch, Hüftbeuger hier, schieb nach vorne, Schultern bleiben entspannt. Lass dich richtig nach vorne ziehen.
Komm dann langsam zurück und zieh deine Fußspitze an. Dein Knie leicht gebeugt oder kannst auch versuchen zu strecken. In die Dehnung der Rückseite hineinatmen. Mit jedem Ausatmen ein Stück weiter. Dann nochmal langsam wieder nach vorne kommen. Und jetzt nimmst du die Hand ruhig an den Fuß, sodass dein Großzehenballen unten bleibt und lässt das Knie nach außen kippen. Lass den Fuß auf dem Boden. Knie kippt nach außen. Sehr schön. Hüfte aufdehnen. Dann löse auf, nimm das Bein nach hinten zurück und wechsel die Seite. Anderes Bein nach vorne. Streck jetzt das Bein möglichst weit, hier die Ferse unterhalb vom Knie. Drück dich nach oben, richte dich auf, schieb dein Brustbein nach diagonal oben. Ein paar Atemzüge hier halten. Ganz langsam ausatmen, zurück. Dann das Knie entweder strecken oder leicht gebeugt halten. Fußspitze anziehen. Dehnung in der Rückseite wahrnehmen. Und mit jedem Ausatmen ein Stück weiter in die Dehnung hinein sinken. Ganz langsam wieder nach vorne kommen. Und jetzt lässt du den Großzehenballen unten. Und lässt dein Knie ein Stück nach außen kippen, so weit wie möglich. Hüfte aufdehnen. Und auch da wieder Nase ein, Mund aus. Ganz entspannt. Dann löst du wieder langsam auf. Sehr gut. Nimmst dein Bein zurück, kommst auf beide Knie, richte dich auf. Stell deine Fußspitzen auf und richte dein Brustbein auf. Dreh dich jetzt auf eine Seite, Rücken festhalten oder Ferse und dich die ganze Vorderseite aufdehnen. Dreh dich ruhig zur Seite. Genau, halten. Finger spreizen, Handgelenk richtig umklappen. Löse auf und wechsel die Seite. Mach dich einen Moment rund und
Komm dann zur anderen Seite. Entweder unteren Rücken oder Ferse. Handgelenk. Becken nach vorne schieben. Und Atem fließt. Langsam wieder zurückkommen zur Mitte und lockern. Entweder die Unterschenkel kreuzen und dich nach vorne ziehen oder du kommst irgendwie anders zum Sitzen. Ganz egal, wie deine Beine ausstrecken. Du kannst sie natürlich auch gebeugt halten, du kannst sie auch auf ein Kissen setzen. Auf jeden Fall richtest du dich auf, möglichst gerade sitzen. Und jetzt hältst du entweder den Unterschenkel oder die Fußspitze und versuchst dich mal ganz weit nach hinten zu öffnen. Wenn du möchtest, kannst du das Ganze auch mit gestreckten Beinen machen oder gebeugt. Halt aufmachen, Schultern entspannen. Drück ruhig hier mit dem Fuß leicht gegen die Hand. Löse, Seite wechseln, anderes Bein, entweder Knie, Unterschenkel oder Fuß, dich aufrichten oder langes Bein und immer weiter zurückdrehen, lass die Schulter locker. Komm langsam wieder zurück zur Mitte. Und jetzt darfst du ganz rund werden, Beine ausstrecken, Unterschenkel fassen und schieb jetzt einmal die rechte Fußspitze vor und einmal die linke Fußspitze ranziehen rechts, linke strecken, vorschieben und wechseln. Den Rücken ganz rund. Spür die Bewegung im Iliosakralgelenk. Merk, wie das Becken sich verschiebt. Dann nochmal beugen, die Knie aufrichten, Fußsohlen aneinander und den Oberkörper ein Stück nach vorne sinken lassen. Du kannst auch die Hände nach vorne nehmen und auch hier mit jedem Ausatmen ein Stück tiefer sinken. Und lass dir ruhig hier Zeit. Nase ein, Mund oder Nase aus. Spüre die Dehnung im unteren Rücken, im Becken. Dann atme aus, richte dich auf. Sehr schön. Nimm beide Knie nochmal. Richte dich auf, stell die beiden Füße auf. Lass kurz locker. Und nimm jetzt einmal die Beine in eine Grätsche. Egal wie weit, Fußspitzen anziehen. Und dich hinten am Gesäß so ein bisschen nach vorne schieben. Spür die Dehnung in der Innenseite. Und jetzt kannst du mit den Händen Druck geben und dich ein Stück mit dem Brustbein Richtung Boden sinken lassen. Spür innen die Dehnung
Geh so weit, wie es für dich okay ist. Alles ist richtig. Könntest die Füße natürlich auch weiter schließen oder die Knie aufstellen. Ausatmen, dich wieder hochdrücken. Deinen rechten Arm zum rechten Fuß, Unterschenkel und den anderen Arm, den drehst du jetzt auf. Und jetzt versuch, dich hier in der Brustwirbelsäule so richtig aufzudrehen. Genau. Zwischenrippen, Faszien dehnen. Immer wieder aufdrehen versuchen. Es ist gar nicht wichtig, dass du weit nach unten kommst. Wichtiger ist die Rotation in der Brustwirbelsäule. Ausatmet wieder zurück und gleich zur anderen Seite mit der anderen Hand. Fuß entlang, dein Brustbein aufdrehen und dich ein Stück sinken lassen, ganz egal wie weit. Wichtiger ist wieder die Rotation. Gesicht entspannen. Ganz langsam wieder zurückkommen und lockern, wenn es geht, die Knie, Beine wieder schließen, wenn es noch geht. Etwas breiter als hüftbreit und jetzt locker sie rück so richtig aus, mal nach rechts, nach links fallen lassen. Und während du so lockerst, drehst du dich gleich so hin, dass die Matte hinter dir ist. Denn jetzt rollen wir uns dann langsam tief, fass die Oberschenkel, roll dich nach unten ab und mach einen Moment dich klein. Das heißt, du ziehst deine Knie ran, spürst die Dehnung im unteren Rücken, dein Nacken ist entspannt. Vielleicht würdest du jetzt das Kissen unter deinen Kopf legen. Dann stellst du links auf, kreuzt rechts und ziehst dein linkes Bein ran. Das Knie nach außen drücken. Dehnung, Gesäß. Mit jedem Ausatmen ein Stück näher ziehen. Und dann löst du und streckst dein rechtes Bein. Linkes Bein stellst du auf, drückst dein Becken ein Stück nach links rüber und jetzt ziehst du das Knie wieder ran, Arme seit und lässt dein Knie einfach zur Seite kippen. Schultern tief, Kopf zur Gegenseite. Schau mal, wo du dein Knie gerne hättest, höher, tiefer. Mit jedem Ausatmen auch hier wieder lockerer lassen. Dehnung Rücken, Bauch, Gesäß. Du kommst dann ausatmend zurück. Kreuz gleich dieses Knie oder dieses Bein über den anderen Oberschenkel. Becken zur Mitte. Ranziehen. Jetzt das linke Knie nach außen drücken.
jedem Ausatmen ein Stück näher. Dann lösen. Links ausstrecken, rechts aufstellen, Becken nach rechts, Arme seit, Kopf zur Gegenseite, Schultern bleiben unten und jetzt wieder so ein bisschen ausprobieren, ob du das Knie gern höher, tiefer hättest. Mit jedem Ausatmen lässt du dich ein Stück weiter sinken in die Position. Mit jedem Ausatmen oder mit dem nächsten Ausatmen langsam wieder zurückkommen. Becken in die Mitte holen. Und nochmal beide Knie zu dir ranziehen. Fersen schieben zur Decke und jetzt spür die Dehnung in der Rückseite. So fest wie du kannst. Die Fersen nach oben schieben. Kinn Richtung Brustbein. Vielleicht willst du auch die Unterschenkel fassen und dein Becken etwas anheben. Spür die Dehnung der Rückenlinie. Dann beug deine Knie, nimm dein Becken wieder nach unten. Sehr gut. Nacheinander aufstellen und jetzt darfst du dich so richtig räkeln und strecken. Das dehnt nochmal alle Bauchmuskeln, lohnt sich immer so richtig, den ganzen Körper zu räkeln, zu gähnen. Dann stellst du die Füße nacheinander auf, lässt dich ganz auf eine Seite kippen und kommst gleich über die Seite, ein zweiter, zum Sitzen. Bleib nochmal entweder mit aufgestellten Füßen oder im Schneidersitz sitzen. Locker. Geht's gut? Lass deine Schultern locker kreisen. Atme ein. Mach dich lang, eine Hand zwischen die Schulterblätter, mit der anderen Hand ziehst du ein Stück, dehnst den Trizeps, aufrichten. Gleich die Seite wechseln, andere Seite, Hand zwischen die Schulterblätter. Wieder auflösen, sehr schön. Lass die Arme fallen, lass die Schultern fallen. Lass den Kopf auf eine Schulter jetzt. Und ganz langsam über vorne. Lass dir wirklich Zeit, spür die Dehnung der Rückseite zur anderen Schulter. Blick nach vorne. Und nochmal ganz locker nach vorne. Zur Seite in deinem Rhythmus. Der Kopf hat 5 Kilo, der darf auch einfach mal nur so richtig locker gelassen werden. Wenn du auf der Seite wieder angekommen bist, dann richte dich auf und löse. Streck dich ruhig nochmal, räkel dich in alle Richtungen. Vielleicht auch nochmal drehen oder wohin du dich gerade strecken möchtest.
Und irgendwann, wenn du dich dann in alle Richtungen nochmal gezogen hast und dich ausgelockert hast, entspannst du. Einen Moment deine Augen schließen, hineinspüren. Wie geht's dir jetzt? Merkst du einen Unterschied zum Anfang? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich deine Atmung an? Nimm noch zwei tiefe Atemzüge. Mit dem nächsten Ausatmen öffnest du dann wieder deine Augen. Entspannst dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast einige Körperteile gespürt oder Bereiche gespürt, wo man nicht ganz so beweglich ist. Das macht gar nichts. Wir sind ja am Üben und alles ist richtig. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich natürlich riesig über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar. Auf jeden Fall morgen wieder dabei sein, denn du weißt ja 30 mal 30 Minuten und dann gehört es schon zum Leben dazu und wir möchten es gar nicht mehr missen. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Danke natürlich auch an alle, die es bereits tun. Der Link ist unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Klick drauf und dann kannst du auswählen, mit wie viel du mich unterstützen möchtest. Vielleicht monatlich 5 Euro oder 10 oder 2,50, was es dir halt wert ist. Oder wir sehen uns ganz einfach bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Freue mich auf dich. Bis dann.